Für uns sind die Tage der Festlichkeiten gerade vorbei. Der Weihnachtsstollen ist gegessen, die Geschenke ausgepackt und die Feuerwerke gezündet. Da könnte schnell der Eindruck entstehen, das chinesische Neujahrsfest am 4. Januar habe die Festtagssaison knapp verpasst. Zumindest, wenn man nach unserem Kalender geht. Nach dem chinesischen Kalender, der sich an den Mondphasen orientiert, beginnt das neue Jahr jedoch in der Regel Ende Januar oder Anfang Februar. Das Jahr der Ratte startet am 25. Januar 2020. So fand die Neujahrsfeier in Greifswald also eigentlich sogar zu früh statt. Eine Entscheidung, welche der Veranstalter, also der Verein der chinesischen Studierenden und Wissenschaftler, ganz bewusst getroffen hat. Nicht nur, um näher an unserem westlichen Neujahrsfest zu liegen, sondern auch, um eine Überschneidung mit der Prüfungszeit zu vermeiden. Schließlich ist das Neujahrsfest für die Chinesen nicht nur Silvester, sondern auch so etwas wie Weihnachten. Wenn wir zurück sind, das ist jedes Jahr Dezember, Weihnachten. Das ist Deutschland, ist sogenannte Familienfest. Aber die neue chinesische Jahre bei uns Tradition ist auch Familienfest. Egal wie weit, die alle sollen von weltweit nach Hause mit Eltern, mit Großeltern, mit Kindern, mit Verwandten, mit Freunden zusammen ist feierlich für neun Jahre und mindestens halb Monat. Niemand arbeitet, nur essen, nur schöne Zeit zu genießen. Das ist Tradition unserer neues Jahrfeier. Viele der in Greifswald und Umgebung lebenden Chinesen haben in diesem Jahr leider nicht die Chance, zum Neujahrsfest in die Heimat zurückzukehren und mit der Familie zu feiern. Stattdessen bringen sie die Heimat in unsere Region und lassen uns so an ihren Festlichkeiten teilhaben. Das hat mittlerweile schon Tradition, denn das chinesische Neujahrsfest findet in Greifswald seit 2016 jährlich statt und ist eine große Bereicherung für das multikulturelle Angebot der Region. Es ist inzwischen zu einer wunderbaren Tradition geworden. Wir fühlen uns sehr bereichert durch diese besondere Art der Kultur und auch die Darbietung beim chinesischen Neujahrsfest in Greifswald. Wir sind an jeder Art von Kultur aus anderen Ländern, Nationen, Kontinenten sehr bereichert und sind froh, dass dieses Fest hier stattfinden kann. An Kulturgütern mangelt es dem Fernen Osten wahrlich nicht. Das fängt schon mit den Schriftzeichen an, beziehungsweise der künstlerischen Darstellung dieser, der Kalligrafie. Diese besondere Art, die chinesischen Zeichen aufs Papier zu bringen, lernen die chinesischen Kinder schon in der Grundschule. Mit dem Neujahrsfest, auch Frühlingsfest genannt, hat die Schreibkunst eine ganz besondere Verbindung. Besonderer für dieses Frühlingsfest, wir schreiben diese Kalligrafie und mit diese Zeichen Fu, das heißt Glück. Und wir jede Familie mit diesen Schriftzeichen auch immer mit auf diese rote Papier und auf den Tür oder Fenster klebt. Und das heißt, Glück kommt zu Hause. Die Kalligrafievorführung war aber nicht nur etwas zum Angucken. Die Gäste des Neujahrsfestes hatten die Chance, selbst auf die Bühne zu kommen und sich an der traditionellen Schreibkunst auszuprobieren. Ich interessiere mich sehr für Kunst und zeichne selbst auch sehr gerne und dachte, ich überwinde einfach mal meine Angst, auf der Bühne zu stehen, und dachte, ich mache das einfach mal und habe sehr, sehr viel Gefallen gefunden daran, mit seiner Feder und der Tusche dann zu zeichnen und die chinesischen Schriftzeichen nachzumalen, was ich vorher noch nicht gemacht habe. So traditionsreich wie die Kalligrafie ist auch die chinesische Kampfkunst. Hierzulande ist sie vor allem durch Film und Fernsehen bekannt, als Mittel des Angriffs und der Selbstverteidigung. Eigentlich gehört aber noch viel mehr dazu. In China gibt es nicht nur einen Stil, sondern verschiedene von verschiedenen Regionen. Und deswegen habe ich heute auch vielfältige Formen wie Tiger, Kranich und Schlange vorgezeigt. Und alles haben wir durch die Jahre zusammengebracht. Und die haben einen gemeinsamen Sinn, dass man mit der Natur zusammenlebt, dass man von der Natur lernt und dass man den Weg von der Natur lernt. Den größten Teil des umfangreichen Kulturprogramms machten jedoch die musikalischen Auftritte aus. So präsentierten die Chinesinnen verschiedene Tänze, um die große Vielfalt der Tanzkultur zu repräsentieren. Beim ersten Tanz haben wir traditionelle Kleidung namens Hanfu getragen. Die steht für die altertümliche Kultur.
Der zweite war ein Fächertanz zu einer Liebesgeschichte. Bei der dritten Aufführung haben wir in modernen Kleidern zu klassischer Musik getanzt, um Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden. Neben den Tänzen hat Chinas musikalische Kultur aber noch viel mehr zu bieten. Schließlich zählt die klassische chinesische Volksmusik zu den ältesten Musiktraditionen der Welt. Die Gäste der Neujahrsfeier erfreuten sich an den Gesängen und den Klängen der traditionellen chinesischen Instrumente. Hören Sie selbst. Das chinesische Neujahrsfest ist eine Darbietung von Kunst und Kultur, auf die sich viele Greifswalder jedes Jahr wieder freuen. Und auch dieses Mal haben die Gäste das soziokulturelle Zentrum San Spiritus mit strahlenden Gesichtern verlassen. Falls Sie nun Lust bekommen haben, beim nächsten Mal auch mit dabei zu sein, dann sollten Sie unbedingt der Facebook-Seite des Vereins der chinesischen Studierenden und Wissenschaftler folgen, damit Sie nicht verpassen, wenn zum nächsten chinesischen Neujahrsfest das Jahr des Rindes eingeläutet wird.